Wir kommen heute noch zu einer weiteren Folge von Idle Bouncer, weil aktuell eben hier noch ein Halloween-Event läuft und ich einfach im Vergleich auch mal ein bisschen noch erzählen möchte, wie unterschiedlich sich das Event zu dem aktuellen normalen Spiel spielt und auch was sich dazu noch an neuen Abilities ergeben hat, die ich ja in der ersten Folge noch gar nicht verfügbar hatte, weil die erst freigeschaltet wurden, nachdem hier mindestens einer oder der erste Amplifier letztlich auf den Hoch-2er-Exponenten verbessert werden konnte. So, aktuell, das hier ist jetzt natürlich das normale Spiel. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Geld ausgeben hier für die Energiebar, dass dort mein Speicher ein bisschen mehr Reserve bekommt und auch die Bälle wieder hier auf Maximum stellen, damit die hier erstmal weiterlaufen. Und dann mal schauen, wo es jetzt lohnt, am ehesten hier aufzuleveln. Das heißt, hier ist hoch 64 dann, also 464. Das ist das lohnendste Investment aktuell. Und die anderen dann einfach mal so hinterherklicken. Das ist dann jetzt nicht weiter wichtig. Was hier unten sieht, seht die Balken, das hat schon mit diesen Abilities hier hinten zu tun. Das andere hat sich soweit nicht geändert, nur dass hier halt natürlich die Zahlen immer entsprechend größer werden. Aktuell habe ich hier jetzt auch Stufen, dass ich das nur auflevel, wenn ich mindestens 100 weiterkomme oder zumindest dann zum Maximum komme. Einfach um das ein bisschen zu beschränken. Bei den Kugeln zum Beispiel habe ich so gemacht, dass ich immer in 10er Stufen auflevele. Und hier werde ich normalerweise nur aktiv, wenn ich gerade wieder so ein Upgrade gemacht habe und alle 6 sich upgraden lassen, weil hier das kürzeste ist aktuell mit 18,5 Minuten. Das war die neue Line, die halt hier dann erstmal wieder ein bisschen aufgelevelt werden muss, damit sich hier die Zeiten wieder verbessern. Soweit zum aktuellen Stand. Was ich damals noch nicht hatte, waren die New Daily Rewards. Da habe ich jetzt leider gestern, weil ich immer in Vorbereitung dafür, dass ich ja das Video hier machen wollte, immer so spät wie möglich reingegangen bin und gestern habe ich es dann nicht mehr geschafft. Dann bin ich erst kurz nach Mitternacht rein und schon habe ich hier den Multiplier verloren, was sehr, sehr ärgerlich ist, weil ich war jetzt schon eigentlich eben, seitdem ich das erste Mal gespielt habe, hatte ich jeden Tag das Ding offen und habe tatsächlich 32 Tage am Stück das Ganze gespielt. So, und jetzt bin ich wieder auf 1 zurückgefallen, nur wegen einigen wenigen Minuten. Also das sind so diese Mechanismen, die an Free-to-Play-Spielen aus meiner Sicht total gefährlich sind, weil es könnte tatsächlich dazu führen, also ich war schon am Überlegen, ob ich es jetzt echt bleiben lasse und sage, boah, weil jeder von diesen Tagesmultipliern gibt mir eigentlich 0,1% Bonus. Das heißt, ich wäre hier jetzt eigentlich bei einem Faktor von 4,3 gewesen. Der dann sozusagen diesen Total-Reward-Value entsprechend hochbringt. Aber naja, so habe ich halt nur den ich jetzt habe und eben nur 67% statt irgendwie mehrere hundert. Das eine, was auch ein bisschen ärgerlich ist, hier wird nicht angezeigt, welcher Daily-Reward aktiv ist, ob er noch aktiv ist, wie lange er noch läuft. Nur wenn ich jetzt tatsächlich schon nach Mitternacht auf den nächsten Tag kommen würde, würde mir angezeigt werden, okay, da läuft noch so ein Bonus. Und der würde dann ersetzt werden. Also es gibt auch nicht die Möglichkeit, mehrere Boni nebeneinander laufen zu lassen, weil der aktuelle, der jetzt, ich glaube, standen 12 Stunden da. Andere Boni waren jetzt tatsächlich schon für 24 Stunden ausgelegt. Das heißt, sie liefen tatsächlich den ganzen Tag und eben darüber hinaus, bis ich dann den nächsten Bonus aktiviere und der ersetzt wird. Zu den Abilities, die hier aktiviert werden, ihr seht hier, 3 habe ich jetzt auf Mass Powerful Bones. Und Powerful Bounce die anderen, weil dieses Mass Powerful Bounce wird eben erst mit dem Hoch 4 Exponenten freigeschaltet. Und hier mal die Übersicht, also der erste Powerful Bounce. Da ich vorher noch nicht wusste, welche hier kommen und ja auch für die anderen aktuell noch nicht sehen kann, welche dort kommen werden, habe ich hier leider schon die Ability Points ausgegeben. Ich kann sie immerhin noch resetten. Da stehen mir noch die Free Resets. Genau, also 4 freie Resets stehen mir da noch zur Verfügung. Die werde ich allerdings erst nutzen, wenn ich tatsächlich dann irgendwie mal so weit durch bin, dass ich weiß, was sich hier noch lohnt. Weil die Powerful Bounces sind zwar ganz nett, der Auto-Jump ist zwar ganz nett, aber da der so eine hohe Activation braucht, also das heißt, so oft, so viel Strecke muss der Ball runtergefallen sein, bevor diese Ability aktiviert wird,
kommt es hier eben nicht dazu, dass die dann dauerhaft springen würden oder sowas, was zuerst die Überlegung war, ah, okay, dann geht er immer wieder hoch und dann ja, bleibt er sozusagen dauerhaft am Bouncen, aber nein, genau das passiert eben nicht. Weil dazu diese Sprunghöhe von 6,5% nicht ausreicht, weil ich habe jetzt aktuell eine Höhe von 1700. Das heißt, allein 5%, also 10% wären 170, die Hälfte davon irgendwo 85 an der Stelle. Und das heißt, wenn der nur 6,5%, also gerade mal eine Sprunghöhe von 85 erreicht, ist es sehr unwahrscheinlich, dass er in dem Bereich tatsächlich so oft springt, dass er ein, beziehungsweise hier sind sogar 10.000, weil es sind ja vier Nullen, die hier noch dahinter stehen. Das heißt, er müsste 4.000 Strecke zurücklegen. Das geht also in der Rechnung nicht auf. Was ich jetzt angefangen habe, eben umzustellen, ist der Mass Powerful Bounce. Das heißt, dass hier nicht nur die eigene Tube, sozusagen Multiplier von 100 in dem Fall, also eigentlich nur ein, also eigentlich auch nur 50, sondern das ist hier schon, weil hier ein AP-Point investiert ist. Und hier ist es dann für alle Balls. Das heißt, dann verstärken die sich sozusagen gegenseitig und lösen das aus. Das, was ihr jetzt hier gerade schon gesehen habt, ist dieser Idle-Energie-Converter, der jetzt gerade schon kurzzeitig aktiv war. Der wird jetzt gleich, wenn ich zu dem Event rübergehe, noch ein bisschen länger laufen. Also hier seht ihr, wie sozusagen die Fallhöhen, wenn jetzt der erste wieder runterfällt, wie viel er da gerade mal schafft, weil natürlich, es sind eben nur 1700. So, jetzt hat er 15 und dann, genau, 1, also 0,12 letztlich hier, was da als Fallhöhe einmal für die gesamte Strecke zumindest zusammenkommen kann. Deswegen denke ich, ist Mass Powerful Bounce im Moment das Interessanteste. Auch wenn ich nicht alle im Moment dort dann auf den 100er habe, weil ich glaube hier, nee, da habe ich auch den Ability Point nicht aktiviert. Ja, deswegen sind die jetzt alle hier nur mal 50. Aber immerhin sind es halt auf 6 Tubes bezogen und dann nicht nur auf die eine, wo der eventuell sich selber aktiviert. Genau, hier hatte ich nämlich experimentiert mit dem Auto-Jump und dann festgestellt, na okay, es bringt nicht wirklich viel, den zu aktivieren, sondern wenn, dann lieber auf den nächsten sparen. Beim Mass-Auto-Jump ist natürlich auch, natürlich wäre es vielleicht möglich, dass sozusagen jeder von den so eine Fallhöhe erreicht, dass sie sich gegenseitig hochschaukeln, aber mal schauen. So, wie sieht es jetzt hier mit der Meta-Energy aus? Ich habe jetzt natürlich schon ein paar Mal resettet. Mal gucken, ob das hier eigentlich steht. Total Resets 8. Und das nächste werde ich wahrscheinlich erst machen, wenn ich hier auch wieder auf 100 komme, dass ich hier mindestens weitere 100 zum Investieren habe. Beziehungsweise das Problem ist eben wieder die Kombination, dass ich nur einen Teil davon investieren sollte, weil ansonsten bekomme ich diese Multiplier hier nicht mehr, die wahrscheinlich deutlich wichtiger sind, weil im Moment fühlt es sich immer etwas zäh an. Zum einen dauert es ziemlich lange, weil es sind ja jetzt 30 Tage und ich habe gerade mal 8 Resets gemacht. Also bis ich dann hier wieder auf einer Stufe ankomme, bis ich dann wieder Energie bekomme. Weil wenn ich jetzt resette, dann brauche ich auf jeden Fall mindestens den Energielevel bis 468, bevor ich überhaupt wieder Meta-Energie ansammle. So, meine Bouncer oder meine Achievements, wo ich ja immer ein bisschen Diamanten bekomme, sind jetzt bei 10, beziehungsweise bei 9 und 8. Und ja, das dauert also es ist ziemlich langwierig natürlich, bis die ja aufleveln und bis ich da noch weitere Stufen erreiche. Und von den Diamanten habe ich inzwischen 79 eingesammelt. Und da ist eben auch wiederum genau dieser Rückfall auf letztlich einen Tag wahrscheinlich problematisch, weil alle 7 Tage habe ich dann nicht so einen Bonus bekommen, sondern habe ich Diamanten bekommen und die sind nach und nach angestiegen. Also jeweils nach einer Woche bekommt man halt einen Diamanten mehr. Ich glaube, es hatte mit 5 angefangen und ich war jetzt bis zu 7 oder so gekommen. So grob in meiner Erinnerung. Gut, bei den Settings hat sich nichts geändert. Und hier jetzt dann im Vergleich eben mal der Wechsel zum Halloween-Event. Das Event aktuell geht noch 15 Tage. Insgesamt ging es, glaube ich, 3 Wochen. Also 21 Tage waren es am Anfang. Und ja, der Unterschied hier, ihr seht schon, bei dem anderen waren ja meine Kugeln bis auf eine alle eingeschlafen. Das heißt, die sind alle unten gebounced gewesen. Aber hier ist es so, dass ich hier jetzt schon einen Bonus aktiviert habe in den
Hier in dem Meta-Dingsbums, wo ich ein Auto-Jump-High habe. Das heißt, die springen automatisch mindestens auf eine Höhe von 40 und kommen sozusagen damit nie zur Ruhe. Und auch der erste große Unterschied, hier oben gibt es kein Balken. Also ich muss hier nicht mein Energiereservoir auffüllen, damit ich nach und nach mehr Platz habe, um die Energie aufzunehmen, sondern das geht sofort. Also ich habe sozusagen unbegrenzte Speicher an Energie und deswegen ist natürlich auch wichtig, dass die Dinger da einfach rumhüpfen, weil ich zeige euch gleich bei den Achievements, was da noch alles zu bewältigen ist, um in diesem Event überhaupt irgendwas Sinnvolles abzustauben. So, mal gucken, hier sind jetzt die Boni bei 54, das sind die beiden mit den höchsten Exponenten. Genau, also dann mache ich mir erstmal den 54er und dann einfach die anderen sozusagen anzugleichen. Und natürlich meine Kürbisse hier mal wieder auf die volle Sprunghöhe zu bringen, damit sie hier auch ordentlich Energie ranschaffen. So, was ihr seht, hier stehe ich aktuell noch kurz davor, den ersten Quadrat-Amplifier zu bekommen. Deswegen habe ich hier die Abilities noch nicht freigeschaltet. Also ich nehme zumindest an, dass die Abilities sich danach freischalten. Und hier jetzt mal schauen. Genau, also hier habe ich eine 18-Stunden-Dauer und die Ghost-Power geht dann eben um 166% hoch. Also lassen wir den auch mal starten. Also leider wird nicht angezeigt, dass eben eines von diesen Boni aktiv ist, sodass man da nicht so ohne weiteres sehen kann, was da jetzt eigentlich wirkt. Und vergleichen lässt sich das bei den Ghosts sowieso schwierig, weil dort nicht so ohne weiteres ersichtlich ist, wie sich dieser Energiewert für so einen Geist tatsächlich zusammensetzt. So, hier kann ich jetzt erstmal noch ein bisschen die Tube wieder verlängern. Erst wenn ich jetzt hier den bei 65, also noch 10 Zehner Potenzen, dann gehe ich hier den nächsten Amplifier und dann gehen auch die Tubes Höhen weiter hoch. Und ja, die anderen muss ich jetzt nicht so weit machen. Das, was ziemlich wichtig ist, ist nämlich hier die Balkgröße. Weil nämlich anhand dieser Balkgröße ist ein wichtiges Element für ja, die Belohnung, die hier abzugreifen sind. Weil das sind sozusagen die eigentlichen Sachen, warum man das Event, denke ich, spielt, weil man eben hier dauerhafte Boni absahnen kann. Und das Spezielle ist jetzt hier, das sind die maximalen Ballgrößen. Also ihr seht, momentan kann ich hier Ballgrößen von 40 erreichen. Also die höchste ist jetzt 40. Das heißt, erst wenn ich jetzt die quadratische Tube freigeschaltet habe, steigt es hier dann weiter an, dass ich hier überhaupt in der Lage bin, ja, erstmal die 70 zu erreichen, um die allererste Stufe, 20% Bonusenergie, zu bekommen. Mal sehen, wie weit hier tatsächlich dann die anderen Boni, welche Kugelumfänge ich da letztlich erreichen muss. Die anderen drei sind relativ ähnlich zu dem anderen. Also klar, das Einsammeln der Geister hier in dem Fall, dann die Meta-Energy für die Energie, die ich ausgegeben habe. Und das andere ist der Multiplier für die Jack-O-Laternen-Bounce-Upgrades. In dem Fall natürlich eben für die Upgrades, also für, ich denke, die hier. Weil natürlich das andere nicht sinnvoll ist, weil ich ja hier gar keine Energiebar habe, die ich nach und nach erweitern muss, um überhaupt den Energiespeicher zu haben. Und der Unterschied ist auch, es gibt keine Reset-Notwendigkeit, weil mit der Energie wird direkt die Meta-Energie angesammelt und auch verfügbar. Das heißt, ich kann die jetzt sofort einsetzen und die Meta-Energie hat auch hier zumindest wird nicht angezeigt, dass sie irgendeine Bonusfunktion hätten. Das heißt, es ist sinnvoll, die einfach direkt auszugeben. Und da ist jetzt die Frage, mache ich nochmal Auto-Jump oder Bounce höher oder eben gleich Density, weil Density eben mit dem Energiefaktor von 2 ist an sich irgendwie immer noch das vielversprechendste. Auf der anderen Seite, Gravity ist auch wichtig, allerdings an der Stelle, hier steht zwar Gravity mal 2 und so weiter, aber ich bekomme ja hier nur einen Bonus jetzt von 11%. Das heißt, ich bekomme nicht automatisch auch hier eine Energieverdopplung und eine Geschwindigkeitssteigerung. Hier bei Density bekomme ich halt leider keine Energie, also keine Geschwindigkeitssteigerung. Deswegen dann mal schauen. Aber im Moment werde ich jetzt erstmal eins in die Gravity wieder investieren, weil das jetzt natürlich der niedrigere Wert war und danach dann wahrscheinlich wieder in die Density, um einfach auch dort möglichst schnell weitere Multiplikatoren freizuschalten. Genau, also wenn ich den Bonus Multiplier Meta Energy überhaupt kaufe, dann ist es überhaupt möglich, dass ich diese Energie bekomme. Im Moment, wie gesagt, lasse ich das erstmal noch aus. Sondern ich bin mal gespannt, ob ich innerhalb der 15 Tage zumindest hier ein bisschen in diesen Big Jack-O-Laternen tatsächlich weiterkomme und die 70 schaffe. Und
keine Ahnung, wie schwierig es eigentlich ist, dann die anderen Boni freizuspielen. Zeitlich muss man da jetzt gar nicht aus meiner Sicht so eng dranbleiben, weil es natürlich die Energie einfach nach und nach angesammelt wird und man nur rechtzeitig gucken muss, dass man die passenden Tubes möglichst schnell hochbringt und dann die restliche Energie einfach für die anderen zum Angleichen ranbringt, bis die sich dann wieder erholen und beziehungsweise wieder aufholen, dass sie dann tatsächlich auch wieder einen signifikanten Anteil geben, weil hier mit 49 ist im Moment natürlich, wenn ich das hier gerade mal auf die Prozente umstelle, also Typ 3 und Typ 4 liefern eigentlich im Moment keinen signifikanten Beitrag. Aber das kann sich eben relativ schnell ändern, je nachdem, wo jetzt hier die Multiplikatoren sind. Die Zahlen sind, wie ihr seht, auch etwas anders als im Standard-Game, sodass auch hier die Multiplier etwas unterschiedlich ausfallen, während bei dem anderen bei den 100er-Schritten oder bei den 500 und 1000 hier größere Multiplikatoren auftauchen. Ja, ist es hier so irgendwie so ein bisschen krumm, weil hier ist es dann bei 1360, gibt es jetzt einen 4er-Multiplikator. Und der dann sozusagen dafür sorgt, dass die Tubes sich wieder angleichen und dann doch ein bisschen aufholen können. Ansonsten gibt es nicht allzu viel zu sagen, weil natürlich eben, wie gesagt, das Event hat natürlich die gleichen Spielmechanismen wie auch das bestehende Spiel, nur eben, dass die Resets und der Energiebalken wegfallen. Ich weiß nicht, ob normalerweise hier oben auch so eine Leiste gewesen wäre, aber da es eh Gespenster sind, hätte es denen auch nichts ausgemacht, dass sie hier oben irgendeine Wand haben, weil die werden halt wahrscheinlich einfach durch verschwunden. Deswegen ist die wahrscheinlich auch nicht da. Und ich kann auch nicht einschätzen, ob und wie häufig tatsächlich solche Events sind, weil das ist jetzt eben das erste Event, was überhaupt aufgetaucht ist, seitdem ich das Spiel ja das erste Mal mit euch dann auch gespielt hatte. Und da das, also da allein das Halloween-Event hier schon 21 Tage geht, denke ich mal, werden die Events selber nicht so häufig auftreten. Vielleicht kommt zu Weihnachten dann noch ein Event wieder. Ansonsten vielleicht noch einen kurzen Blick. Also hier ist es ja sozusagen der gleiche Shop, die gleichen Shop-Elemente, die auch in dem anderen sind, bis auf diese einfachen Updates, also beziehungsweise einfachen Resets. Also hier ist im Moment die Meta Energy Refund, habe ich hier auch 6 freie zur Verfügung. Und natürlich spezielle Halloween-Deals, damit die natürlich ein bisschen Geld einnehmen. Im Moment habe ich eben noch gar keine Boni, aber ich hoffe mal, dass ich irgendwas über das Achievement freispielen kann. Ansonsten einfach nur, ja, soweit eben das Halloween-Event. Dann wechsle ich jetzt mal wieder zurück zu dem normalen Spiel. Hier seht ihr jetzt, dass seit 8,4 Minuten läuft eben der Idle Collector. Und sobald ich den jetzt anklicke, wird in, ich glaube, 4 oder 5 Sekunden, genau, also sobald ich irgendeinen Klick mache, der irgendeine Energie einsammelt oder irgendetwas updatet, wird die Energie eingesammelt und steht mir dann eben hier über die Energielast zur Verfügung. Deswegen hat man dann zumindest noch die Chance, wenn der Energiekollektor tatsächlich ziemlich hoch sein sollte und eigentlich die Energiebar schon voll ist, dass man mit dem ersten Klick einfach hier ein Upgrade kauft, damit die Energie nicht verloren geht. Weil klar, wenn die übertragen wird und kein Platz da ist, dann ist die halt futsch. So, dann hier jetzt nochmal wieder die Upgrades, also 480. Also hier werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen laufen lassen, weil letztlich der Bonus, wie gesagt, aus dem, was ich hier aktivieren kann, nicht so signifikant ist, dass sich das jetzt schon lohnt, sondern dass ich hier mindestens eine 100 haben möchte und auf der anderen Seite auch versuchen möchte, rauszufinden, mal gucken, ob ich vielleicht auf den 5er Exponent noch komme. Im Moment habe ich zumindest keinen, oder vielmehr, da ich so selten oder so spät resettet habe und mich irgendwie immer so weitergearbeitet habe, ist natürlich dadurch, dass ich keine Meta-Energy im Vorfeld bekommen kann, also dass ich auch für Bereiche, wo ich schon mal gewesen bin, letztlich Meta-Energy bekomme, lohnt es sich euch irgendwie nicht sehr frühzeitig dort zu aktivieren. Okay, den Energiegenerator kann ich zum Beispiel auch noch aufleveln und dadurch mehr Energie bekommen. Allerdings auch hier ja, mit hoch 26 ist es aktuell sozusagen eher ein Scherz, was das angeht. Keine Ahnung, wie schnell sich die dann, wie schnell die Exponenten steigen würden, damit ich hier in einem 400er Bereich irgendwie auch nur ein relevantes Ergebnis bekommen würde. Aber mal schauen, wie sich das Spiel so nach und nach ausnimmt und ja, welche
welche interessanten Optionen da hoffentlich noch dazukommen oder irgendwie noch freigeschaltet werden, dass ich sagen kann, da ist noch was Interessantes zu entdecken, das will ich noch ausprobieren. Ansonsten ist es eigentlich auch wieder ein Spiel, das man ziemlich lange alleine lassen kann. Einfach hier so die Bounces schauen, dass man hier halt genug Zeit hat oder dann eben über den Offline bzw. den Energiegenerator einfach wartet, bis sich Geld angesammelt hat und ein oder zweimal am Tag vorbeischaut, um hier notwendige Upgrades vorzunehmen, die bestehende Energie auszugeben. Genau, jetzt habt ihr gesehen, dass die Blase so viel dabei hatte, dass sie das gleich maximiert hat. Hier kann ich den Tube wieder ein bisschen verlängern und noch einmal die Ballgröße vergrößern. So, mal gucken, 67 bin ich jetzt, 70, aha. Genau, also da ist, obwohl der hier ist halt schon bei 2000 jetzt bei dem letzten Bonus gewesen. Und hier ist jetzt eben dieser 20er Bonus, der bei 1100 letztlich kommt. Deswegen, das ist dann immer ein bisschen zu schauen. Man sieht hier leider dann nicht immer, aber hier ist deswegen ein guter Hinweis zu gucken, okay, wie hoch fällt jetzt der Bonus aus, wenn ich das nächste Upgrade kaufe, soweit es halt verfügbar ist, weil hier habe ich jetzt nicht genug Kohle zusammen. So, jetzt erstmal die Energiebar wieder deutlich hoch pushen, damit einfach die Bälle hier auch genügend Platz haben, Energie einzusammeln. Und damit nähere ich mich dann schon mit großen Schritten langsam der 480. Jetzt sind es nur noch 9 Exponenten, beziehungsweise sogar nur noch 8, bis ich dann dort rankomme und dort das nächste Upgrade kaufen kann. Also ihr seht mit dem Power Bounce, also ich weiß nicht, ob ihr es jetzt drauf geachtet habt, wenn eben ein so ein Power Bounce voll ist und dann mal gucken, welche sind jetzt, das hier, die Kugel hat jetzt signifikant den größten Anteil. Das heißt, entweder wenn ihr eigener Powerbounce losgeht, wo es nur für sie klappt, so, die Kugel hat jetzt wieder kaum Energie, oder wenn eben einer von den ersten dreien jetzt den Powerbounce auslöst und dann hier natürlich ein großer Bonus zustande kommt. So, damit ist dann der 72, hier kommt dann jetzt gleich wieder ein 20-Multiplikator, dann komme ich schon auf 74, also an manchen Stellen lohnt es sich dann ein bisschen dran zu bleiben, einfach mal die Upgrades laufen zu lassen und die Bälle eventuell auch zu beschleunigen. Also gerade wenn man frisch so eine Tube wieder aufgelevelt hat, ist es meistens sinnvoll, hier manuell ein bisschen nachzuhelfen, damit das Energieeinkommen noch maximiert wird. Aber gut, soweit für heute. Noch eben ein Blick auf Idle Bouncer und das aktuell laufende Event. Also wenn ihr da noch versuchen wollt, in dem Halloween-Event noch ein paar Bonus-Multiplikatoren abzustauben, weil hier habe ich ja bisher auch noch nichts aktiviert, weil ich hatte schon am Anfang gesagt, naja, dann lohnt es sich halt nur, wenn ich hier tatsächlich auf höhere Multiplikatoren spare. Den Bounce werde ich eben nicht machen, sondern eher schauen, dass ich einen Energiemultiplikator mit 300 zusammenbekomme, aber das dauert dann ziemlich lange, bis hier solche genug Diamanten zusammenkommen, weil im Spiel selber habe ich jetzt keine Möglichkeit, außer eben über diese Achievements das zu bekommen oder eben einmal pro Woche über den Daily Bonus. Und wenn ich da lang genug dranbleibe, steigt das halt auch immer nach und nach an. Aber an der Stelle, das Spiel ist auf jeden Fall nicht so freigebig, was die Premium-Währung oder die Bezahlwährung angeht. Muss ich halt immer überlegen, ob es dann ausreicht, ob man die Leute genug motiviert bekommt, dass sie dann Premium-Währung kaufen und trotzdem lang genug am Spiel bleiben. Je nachdem, das ist halt dann sehr unterschiedlich. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!